Bei Ankunft der Rohmilch im Werk wird jedem Sammelwagen sofort eine Probe entnommen. Mit einem Schnelltest untersuchen die Mitarbeiter im Labor die Milch auf Spuren von Hemmstoffen wie Antibiotika sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Weist die Milch keine derartigen Rückstände auf, erteilt das Labor die Freigabe. Der Tankwagen wird angeschlossen und die Rohmilch in Kühltanks gepumpt.